In diesem Video sprechen wir über den linken Ellbogen und wie wir den im Golfschwung gestreckter lassen. Also bleibt dran, wir starten jetzt. So, sprechen wir über diesen linken Arm im Golfschwung, der bei so vielen Hobbygolfern zusammenbricht und man Positionen bekommt, die ungefähr so ausschauen im Aufschwung. Bevor wir da jetzt hineingehen in die Materie, möchte ich aber eins klarstellen. Wir reden jetzt von einem quasi technisch gestreckten linken Arm, aber nicht komplett gestreckt. Und zwar ist es so, bei einem Elite-Golfer ist der linke Arm im Setup gar nicht komplett gestreckt, sondern er ist noch immer leicht gebeugt, auch wenn es so aussieht. Und es ist auch so, dass sie während des ganzen Aufschwungs den Ellbogen auch tatsächlich beugen. Also es wird teilweise sogar bis zu 25, 30 Grad gebeugt, was man ja eigentlich gar nicht sieht ohne 3D-Sensoren. Das Interessante ist auch, dass beim Abschwung der linke Arm gebeugt bleibt oder sogar noch gebeugter wird bei den Besten der Welt und sie im Treffmoment mit einem gebeugteren linken Arm ankommen, als sie im Setup haben. Erst nach dem Impact wird es etwas gestreckt, aber so richtig, richtig gestreckt ist er eigentlich niemals bei Elite-Golfern. Deswegen, wenn ich jetzt vom gestreckten linken Arm spreche, meine ich eigentlich nur einen eher gestreckten linken Arm und nicht komplett überstreckt. Bei den meisten Hobbygolfern natürlich kann es passieren, dass das wirklich viel zu viel wird. Und der erste Grund, warum das passiert, ist, weil man einfach nicht effizient den Körper dreht. Was meine ich damit? Wir wollen im Golfschwung haben eine Beckenrotation. Und wer meine Videos kennt, weiß, dass die Beckenrotation nicht einfach nur flach gedreht ist, sondern die befindet sich in einer Neigung. Das heißt, das Becken wird gekippt und gedreht und auch der Oberkörper ist gekippt nach links und gedreht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel beginne, meinen Unterkörper zu restriktieren, zum Beispiel versuche, nicht genug Drehung hier zu bekommen im Unterkörper, dann passiert es, dass ich den Schläger nicht wirklich hinaufbekomme und dann muss ich beginnen, den linken Arm abzubiegen. Das heißt, wenn du eine Körperdrehung hast, die zu wenig ist, dann wirst du immer wieder darunter leiden, dass du hier dann Länge suchst und den Arm abbiegen musst. Das heißt, du brauchst eine saubere Körperdrehung von Beginn an. Wenn du nicht weißt, wie eine saubere Körperdrehung im Golfschwung funktioniert, dann habe ich hier oben noch ein Video, das ich mal gedreht habe, da erkläre ich ein bisschen was dazu. Der zweite Grund, warum Hobbygolfer einen viel zu gebeugten linken Arm haben, ist, weil sie den Griff nicht richtig in der Hand haben. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, was soll der Griff damit zu tun haben? Und zwar, wenn ich den Griff zum Beispiel in der linken Hand zu viel in der Handfläche habe, so wie jetzt hier, kann ich nicht wirklich radial winkeln, also hinaufwinkeln. Ja? Und wenn ich jetzt das nicht kann, dann möchte ich ja trotzdem den Schläger ja irgendwie hier hoch bekommen. Und das macht man dann meistens über den Ellbogen. Das heißt, bevor du überhaupt mal anfängst, an einen gestreckteren linken Ellbogen zu arbeiten oder an mehr Radius, wie ich es eigentlich lieber nenne, solltest du checken, ob dein Griff nicht in der Handfläche ist, weil die meisten Hobbygolfer haben dieses Problem und eben beim Griff beginnt es. Und ich habe ein Video gedreht zum Thema Griff. Hier oben findest du nochmal den Link und erkläre ich nochmal ganz genau, wie die linke Hand am Griff platziert sein soll, damit das nicht mehr passiert in Zukunft. Der nächste Punkt, warum man einen linken Arm hat, der im Schwung kollabiert, ist, weil man den rechten Ellbogen viel zu viel anbeugt. Und zwar der rechte Ellbogen ist bei den meisten Profigolfern maximal hier 90 Grad gebeugt. Die meisten sind sogar zwischen 70 bis 90 irgendwo hier. Fast jeder Hobbygolfer überbeugt hier exzessiv. Und wenn man das macht, dann bekommt man eben auch die Watschen, wie man auf Österreich sagt, ab und der linke Arm wird mitgebeugt. Und wenn das dann alles zu exzessiv wird hier in die Richtung, dann bekommt man wahnsinnige Probleme mit dem Timing und
wird Probleme haben, das aufzulösen. Also bitte, wenn du deinen rechten Ellbogen etwas beobachtest, dann achte darauf, dass du hier wirklich nur gefühlte, ja, ich sage 70, 80 Grad Neigung hast. Das ist ungefähr so viel und nicht überwinkelst. Der nächste Grund, warum Hobbygolfer einen viel zu gebeugten linken Arm haben, ist, weil sie versuchen, eine Verbindung zum Körper herzustellen. Sprich, sie versuchen, dass der rechte Ellbogen hier am Körper bleibt während des Aufschwungs. Und wenn du mal im Fernsehen zusiehst bei dem nächsten Profiturnier, dann kannst du sehen, dass die Profis hier zwischen Ellbogen und Körper einen Abstand haben. Das heißt, sie werden nicht mit dem Ellbogen hier am Körper bleiben, sondern sie bilden einen Abstand hier. Und diesen brauche ich eben, damit auch der linke Arm genug Radius hat, genug Weite hat. Und wenn ich hier eben dran klebe, dann wird das nichts. Also der rechte Arm, wie gesagt, nicht nur nicht überwinkelt, sondern auch der rechte Ellbogen ist weg vom Körper. Und jetzt komme ich zu einem der absolut häufigsten Gründe, warum das passiert, warum der linke Arm kollabiert. Und das ist deswegen, weil viele, viele Hobbygolfer eben Angst haben, dass der linke Arm kollabiert und sie beginnen von Haus aus den linken Arm komplett zu strecken, schon im Setup. Und wenn der komplett gestreckt ist hier, dann wird irgendwann einmal, egal ob du willst oder nicht, dieser zusammenbrechen. Und das ist eine sehr, sehr schlechte Strategie. Die Profigolfer haben ihre Arme, ja, ich sage mal schon in so einer Art Streckung, aber sie sind immer noch, wie gesagt, gebeugt etwas. Und auch wenn du ein Setup einnimmst, solltest du darauf achten, dass du etwas Beugung noch spürst und dich nicht komplett überstreckst. Ich bin überzeugt, dass diese Tipps, die ich dir gerade gegeben habe, dabei helfen werden, den Radius im Golfschwung zu verbessern und du damit auch die Bälle konstanter treffen kannst. Ich möchte mich beim Gloria Golf Resort bedanken, dass ich hier filmen durfte. Und hier oben habe ich noch ein sehr interessantes Video zum Thema Driver, das du dir unbedingt anschauen solltest. Also ich hoffe, wir sehen uns dann gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss!